Hallo und herzlich willkommen zu unserem Church Desk Webinar Nummer 4. Wie man die Internetseite aufsetzt, gestaltet, verwaltet. Mein Name ist Ruth Brusniak. Wir kennen uns schon aus den Support-Mails und vom Telefon. Genau, bei mir kommen Sie raus, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Probleme haben. Und ich gebe mir Mühe, Ihnen so gut ich kann weiterzuhelfen. Heute beschäftigen wir uns mit der Internetseite. Kurzer Hinweis, Sie haben die Möglichkeit, in GoToWebinar Fragen zu stellen. Sie haben unten so ein Feld, da können Sie Fragen reinschreiben. Ich habe das hier auf meinem anderen Bildschirm offen, deswegen ich gucke manchmal so ein bisschen nach oben. Dann kann ich sehen, wenn Sie da eine Frage reinschreiben und dann werde ich die beantworten. Wir sind heute ja auch nur zwei Leute, also Sie und ich. Von daher sollte das gut funktionieren. Okay. Zur Internetseite. Erstmal willkommen zur Internetseite, indem wir hier auf unser Modul-Switcher gehen und zur Internetseite gehen. Ist ja auch logisch. Dass das gerade so ein bisschen lädt, liegt daran, dass ich meinen Bildschirm teile und dementsprechend das Programm im Hintergrund läuft. Das sorgt dafür, dass es ein bisschen langsamer ist als normal. Bei Ihnen geht es normalerweise schneller. Okay, wir sind hier jetzt auf der Startseite. Das heißt, das ist die Startseite. Wenn Sie noch nichts angelegt haben, dann sieht das so ein bisschen nackig aus. Hier oben ist das Logo von Ihrer Kirche. Das hier ist erstmal die Slideshow. Das ist nach dieser Vorlage so eingestellt, dass diese Vorlage eine Slideshow hat. Und dann sind hier verschiedene Elemente, mit denen die Startseite befüllt ist. Zunächst mal zum Grundverständnis. Wir haben als Arbeitsmöglichkeiten hier oben im blauen Balken die Möglichkeit, Elemente zu erstellen. Und hier haben wir Werkzeuge, mit denen wir diese erstellten Elemente und die Seiten dann verwalten können. Um erstmal loszulegen, wenn ich jetzt eine Webseite anlegen möchte, dann sollte ich mich als erstes für eine Vorlage entscheiden. Dazu gehe ich hier auf Werkzeuge und gucke mir an, welche Vorlagen es so gibt. Die finde ich unter Vorlage wechseln. Wenn ich irgendwann entscheide, ach, ich möchte doch lieber eine andere Vorlage verwenden, kann ich die auch jederzeit genau unter hier Werkzeuge und Vorlage wechseln, mir eine andere Vorlage aussuchen und mir mal anschauen, wie sieht das so aus, kann auch wieder zurückwechseln, das ist kein Problem. Unsere Vorlagen sind auch smartphonefreundlich, das heißt, nachdem viele Leute sich die Informationen ja auch zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder unterwegs mal schnell auf ihrem Handy anschauen, sieht das bei den Seiten immer gut aus. Die Vorlage, die wir hier jetzt verwenden, ist die Vorlage 7. Das ist auch die, die wir am häufigsten empfehlen, weil sie einfach die modernste von allen ist und die höchste Zufriedenheit hat. 6 und 8 sind aber auch zwei, die gut funktionieren in diesem Responsive Design, das heißt auch auf Smartphones immer gut aussehen. Wir bleiben bei Vorlage 7. Und ich sage, ich möchte jetzt an der Vorlage ein paar Sachen verändern. Dazu gehe ich auf Vorlage konfigurieren, also wieder Werkzeuge und dann Vorlage konfigurieren. Jetzt habe ich hier Möglichkeiten, meine Vorlage ein bisschen zu modifizieren, je nach meinem Geschmack. Das heißt, ich kann sagen, welches Logo möchte ich verwenden. Das hier ist jetzt das Logo unserer Beispielkirche. Sie können hier aber auch ein eigenes Logo hochladen, wenn Sie das möchten. Und dann erscheint das hier oben links. Das Favicon ist dieses kleine Ding hier. Das ist also das, was die Leute hier in dem Browser-Tab als Mini-Zeichen sehen. Kann man hier auch hochladen. Wenn Sie noch keins haben, können Sie auch selber eins machen. Da haben wir hier einen Link zu einer Seite, wo Sie sich ein eigenes erstellen können oder wenn Sie jemanden kennen, der sich damit auskennt, der sich damit mal auseinandersetzen kann. Das Newsletter-Logo, interessant zu wissen, versteckt sich hier mit auf der Internetseite. Das heißt, wenn Sie, ich gehe einmal kurz zurück auf Kontakte. Na, jetzt haben wir es. Dann auf Nachrichten. Nicht überfordern. Und dann auf Erstellen und Newsletter klicken.
Dann haben Sie hier oben auch nochmal das Logo. Und um das zu ändern, müssen Sie auf der Internetseite unter Jawohl, unter Werkzeuge Vorlage konfigurieren. Das an dieser Stelle einstellen. Das heißt, wenn sich das Logo irgendwie ändert, dann müssten Sie das an dieser Stelle ändern, damit das auch im Newsletter erscheint. Wenn Sie jetzt ein Hackerman sind oder jemanden kennen, der einer ist, dann könnten Sie hier benutzerdefiniertes CSS einfügen. Damit kann man einige Sachen verändern, wie zum Beispiel Schriftgröße. Kann man machen, wenn man weiß, wie es geht, ist aber definitiv optional. Und in diesem Bereich kann man so etwas wie zum Beispiel Google Analytics einfügen, wenn man zum Beispiel wissen möchte, wie die Besucherstatistik der Seite so aussieht. Wenn wir hier alle Einstellungen vorgenommen haben, die wir haben möchten, dann speichern wir die Konfiguration und dann werden die Änderungen übernommen. Was kann ich noch machen? Ich kann das Farbthema ändern. Im Moment ist es ja, wenn wir hier einmal nach unten gehen, ist es schön blau. Jetzt sage ich, naja, finde ich nicht so gut. Dann gehe ich hier auf Farbthema, also Werkzeuge und Farbthemen. Dann lande ich hier und sehe, okay, die primäre Farbe ist im Moment dieses Blau. Wenn ich hier draufklicke, kriege ich andere Optionen. Kann ich sagen, ich möchte zum Beispiel ein bisschen helleres Blau. Probieren wir es mal damit. Da sieht man einmal, wie es ausschaut. Klicke ich auf OK und Konfiguration speichern. Das dauert so circa 30 Sekunden, bis das übernommen wird. Deswegen rödelt das gerade so ein bisschen vor sich hin. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft und das Farbthema ist geändert auf dieses Babyblau. Ich kann das auch jederzeit wieder verändern. Das passt. Grundsätzlich gilt, wenn ich ein ungeduldiger Mensch bin oder die Information wichtig ist, kann ich das System, wann immer ich einen neuen Inhalt einstelle, sagen, ich will, dass du das sofort anzeigst und hier draufklicken. Das zwingt die Seite also, sofort aktuelle Änderungen zu übernehmen und es überspringt den normalen Update-Delay. Also wenn man normalerweise was einstellt, kann es manchmal so ein paar Minütchen dauern, bis die Seite feststellt, oh, da ist ja was Neues. Wenn man hier draufklickt, passiert das sofort. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch die Möglichkeit, unsere sozialen Medien unten zu verlinken. Das heißt, im Moment sehen Sie hier unten, wir haben hier verlinkt unser Facebook, unseren YouTube-Kanal und unser Twitter. Wenn wir jetzt sagen, wir haben auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel ein Instagram-Account, dann könnte ich hier den Link zum Instagram-Account einfügen, wieder die Konfiguration speichern und dann wäre hier unten noch das kleine Zeichen für Instagram, dass die Leute da auch mal reingucken können, was die Kirche da so an Bildern oder Videos postet und was gerade so los ist. Ansonsten haben wir unter den Werkzeugen auch noch unsere Einstellungen. Hier finden wir Informationen zur Seite. Das heißt, der Name der Internetseite ist in dem Fall meine Kirche. Das hier ist unsere Zeitzone. Hier kann man eine offizielle Mailadresse der Kirche eingeben. Und das hier ist die Hauptdomain. Das ist, worunter wir erreichbar sind. Hier haben wir Kontaktinformationen eingefügt. Das ist einmal die Adresse und die Telefonnummer. Hier könnte man jetzt wieder, wenn man daran interessiert ist, noch mehr Informationen eingeben, damit man auf Google besser gefunden wird und ein besseres Ranking bekommt. Muss man aber auch nicht machen. Hier ist die Einstellung, dass wenn jemand einen Inhalt erstellt, sieht man, wer das gemacht hat. Dann steht also drunter, das wurde erstellt von Ruth Bosniak. Wenn ich das Häkchen rausnehme, steht da nichts. Dann wurde einfach nur ein Inhalt erstellt. Kann nützlich sein, wenn man mehrere Leute hat, die an der Webseite arbeiten, dass man das Häkchen rausnimmt, damit es einfach ein bisschen einheitlicher aussieht.
Hier wird festgelegt, welche Seite als Startseite fungiert. Das ist in dem Fall die hier. Wenn man hier draufklickt, hat man verschiedene Möglichkeiten, das zu ändern. Das hier ist die Info, was passiert, wenn irgendein Fehler auftritt, also 403 Zugriff verweigert, darf man nicht. Oder 404 Seite wurde nicht gefunden. Der übliche Fehlercode. Wenn man ein Impressum hat, kann man das hier verlinken. Da könnte man also zum Beispiel Kontaktseite verlinken. Hier sind die Einstellungen für die Kontaktseite. Geht genauso. Und hier kann man zu den Cookie-Richtlinien verlinken. Viele Landeskirchen bieten derartige Hilfestellungen auch an, dass man sich bei der Landeskirche mal informieren kann, so wie sieht das aus mit Datenschutz und Cookies. Viele Landeskirchen haben da eine Beratung oder auch schon fertige Vorlagen, auf die sie dann verlinken können. Kann hilfreich sein, sich da mal bei der Landeskirche zu erkundigen, ob die sowas anbieten. Das hier ist nochmal der Link zur Datenschutzrichtlinie. Das sieht nur so aus, als könnte man es nicht bearbeiten, aber man kann. Also keine Panik. Und wenn Sie eine Erklärung zur Barrierefreiheit abgeben möchten, können Sie die hier auch einfügen. Wenn wir hier fertig sind, klicken wir wieder auf Konfiguration speichern. Dann werden die Änderungen übernommen. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier oben das Hauptmenü. Das ist also einmal das hier oben, was mit das erste ist, was man sieht. Und wenn wir hier auf Hauptmenü klicken unter Werkzeuge, dann sehen wir, wie das ganze Ding strukturiert ist. Das bedeutet, je weiter links so ein Kreuzchen ist, desto wichtiger ist das Teil. Also, nachdem das hier ganz links ist, die Startseite hat ihren eigenen Knopf hier oben. Bei Gottesdienste sehen wir jetzt, Gottesdienste selber ist ganz links, hat also einen eigenen Oberpunkt. Und diese Sachen sind dem untergeordnet. Deswegen, wenn man hier drüber maust, öffnet sich das so runter. Und hier wird das so wieder gespiegelt, dass dieses Kreuzchen weiter rechts ist als dieses Kreuzchen. Was heißt jetzt das Häkchen? Das bedeutet, die Seite ist aktiviert. Das heißt, sie ist sichtbar und sie ist einsehbar. Was heißt es, wenn etwas deaktiviert ist? Zum Beispiel, wir hatten mal eine Corona-Seite. Die war hier oben sichtbar. Jetzt brauchen wir sie aktuell nicht so dringend. Das heißt, wir haben das Häkchen rausgenommen und die wird dann quasi ins Regal gestellt. Das heißt, sie ist gerade nicht aktiv in Benutzung, sie ist aber auch nicht gelöscht. Und wenn ich nochmal Corona-Informationen einstellen muss, dann muss ich keine neue Seite machen, sondern ich kann einfach hier deaktivieren und danach entsprechend bearbeiten und spare mir eine ganze Menge Arbeit. Über diese Felder kann ich jetzt die Startseite selber bearbeiten. Ich kann bearbeiten, wo im Menü die Seite steht. Also wäre zum Beispiel interessant für diese Seite, wenn ich einmal hier drauf gehe. Dann kann ich sehen, okay, dieser Linktitel, das ist Online-Gottesdienst. Hier geht's hin. Und der übergeordnete Link sollte eigentlich hier angezeigt werden. Mag er gerade nicht, macht aber nichts. Ist okay und hier sehe ich auch nochmal, dass es aktiviert ist. Hier könnte ich auch noch eine Beschreibung hinzufügen, wenn ich da drüber fahre, also dass dann so ein kleines Fensterchen kommt, das dann irgendwie sagt, hier finden Sie Informationen zu Online-Gottesdiensten. Ist aber optional, ist vielleicht auch ein bisschen übersichtlicher, wenn man es freilässt. Gehe einmal zurück. So, und wenn ich sage, ich brauche eine Seite gar nicht mehr, weil es zum Beispiel etwas ist, das irgendwann hoffentlich vollkommen vorbei ist, dann könnte ich diese Corona-Seite auch einfach hier über die Menüübersicht komplett löschen. Das Hauptmenü ist also hier oben. Wir haben auch noch ein Menü hier unten. Dieses Menü finde ich als Futtermenü. Futtermenü, weil es am Fuß der Seite liegt. Und das hat technisch gesehen die Möglichkeit, alle Punkte anzuzeigen, die wir auch hier oben sehen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt zielführend, weil dann habe ich hier oben ganz viel und da unten auch ganz viel. Deswegen kann man das strukturieren. Das heißt, wenn ich
die Startseite nur hier oben brauche, aber da unten nicht, dann nehme ich sie für das Footer-Menü einfach aus der Aktivierung raus. Und dann taucht die hier unten nicht auf, sondern ist nur da oben, weil ich im Hauptmenü gesagt habe, die soll sichtbar sein, aber im Footer-Menü sie soll unsichtbar sein. Die Sachen, die jetzt hier aktiviert sind, sind also die Kinderangebote, ihr Kontakt, Corona und einmal MVI. Und das sehe ich auch hier unten. Also hier sehe ich Kontakt, hier sehe ich Corona und MVG. Das kann man jetzt für Sachen machen, die man hier oben vielleicht nicht unbedingt direkt braucht. Also wenn man zum Beispiel so allgemeine Informationen hat, zum Beispiel zum Thema Corona oder allgemeine Informationen zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros, dann könnte ich das hier unten hinpacken und dann finden die Leute das in der Regel auch. Wenn sie es hier oben nicht finden, dann gucken sie nach unten und da finden sie es dann. Was kann ich in Werkzeugen noch machen? Ich kann mir einmal anschauen, was in der Slideshow passieren soll. Bei der Slideshow gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie ich Sachen in die Slideshow reinpacken kann. Wenn ich über die Internetseite gehe, kann ich nur ein statisches Bild hochladen. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf. Und dann mag es mich nicht. Wir haben heute so ein kleines technisches Problem mit dem Hochladen von Bildern und jetzt mag es nicht. Aber normalerweise, wenn man hier draufklickt, kann man ein Bild hochladen. Oder ich könnte. Ja, jetzt kann ich. Okay. Ich könnte also zum Beispiel sagen, ich möchte dieses Bild hier hochladen. Jawohl, jetzt geht's wieder. Und dann kann ich das Bild hochladen. Jetzt ist es da. Das ist dann ein statisches Bild. Das heißt, mit dem kann ich als jemand, der dann auf die Homepage geht, auch nicht interagieren. Es ist einfach nur da und es ist hübsch. Wenn ich Kalenderereignisse oder Blogereignisse verlinken möchte, geht das an anderer Stelle. Das zeige ich gleich. Ich mache hier nur mal einmal die Übersicht fertig. Das heißt, hier ist das Häkchen, die Slideshow auf der Startseite anzeigen. Das ist das, was wir als allererstes gesehen haben. Wenn ich sage, ich will aber gar keine Slideshow, dann nehme ich hier einfach das Häkchen raus. Hier wird angezeigt, wie schnell die Bilder wechseln. Im Moment wechselt das Bild alle 4 Sekunden. Ich sage, nee, ich würde gerne länger auf das Bild gucken. Ich mache 6 Sekunden. Tada. Fertig. Slide-Anzahl sagt was darüber aus, wie viele Bilder nacheinander ablaufen. Im Moment sind das 5. Machen wir mal 7. Warum auch nicht? So. Wenn ich das jetzt hier speichere, dann wird es ein bisschen dauern, bis die Slideshow das rafft, aber das ist nicht schlimm. Wir speichern einmal die Konfiguration. Und währenddessen schauen wir uns an, wie wir andere Sachen in die Slideshow reinkriegen. Wir haben nämlich noch zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe ein Kalenderereignis. So. Da sind wir. Zum Beispiel haben wir unseren Gebetsabend. Ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte, dass der Gebetsabend in der Slideshow beworben wird. Dazu editiere ich das Ereignis. Das kann ich auch schon machen, während ich das Ereignis erstelle, aber nachdem es halt jetzt schon fertig ist, machen wir das einmal so und gehe zu, erstmal muss ich sicher gehen, dass das Ereignis auf öffentlich gestellt ist und kommt nämlich nichts auf die Internetseite. Jawohl, diese Einstellung ist öffentlich, das heißt, es darf auf die Internetseite prinzipiell. Und hier im zweiten Teil habe ich jetzt die Möglichkeit, das einmal auf Facebook zu teilen, wenn ich eine Facebook-Seite habe und es verbunden habe. Oder ich kann sagen, ich möchte das auf meiner Homepage in der Slideshow anzeigen, damit die Leute wissen auf einen Blick, ah, okay, da ist was, da möchte ich vielleicht hingehen. Aktiviere ich das hier einmal und speichere das. Machen wir mal nur für dieses Ereignis. Das ist, wenn Sie eine Ereignisreihe haben, werden Sie gefragt, nur dieses eine Mal oder immer. Ich will nur dieses eine Mal und sage, okay, das
So jetzt dieses eine Mal. Und dann ist es in der Slideshow. Das heißt, eines von diesen Bildern, Slides, bewirbt mir jetzt meinen Gebetsabend um 18 Uhr. Die andere Möglichkeit, von was ich noch in der Slideshow anzeigen kann, also wir hatten statische Bilder zur Deko, wir hatten Kalenderereignisse und wir haben Blogs. So, Blogs finde ich unter Gruppen. Und dann unter Blogbeiträge. Ich habe vorher noch diesen Blog erstellt, damit ich es mal an einem aktuellen Beispiel zeigen kann. Ich habe hier den Blog. Ich möchte sicher gehen, dass der in meiner Slideshow angezeigt wird. Das heißt, ich gehe den bearbeiten. Ich könnte ihn auch auf Facebook teilen. Und hier habe ich schon das Häkchen gesetzt, dass er in der Slideshow angezeigt werden soll. Wichtig ist wieder, die Sichtbarkeit muss öffentlich sein, sonst darf es nicht an die Öffentlichkeit. Also wenn man jetzt hier die Sichtbarkeit auf Gruppe ändert, dann können das nur die Leute in der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit sehen. Wenn es ein Entwurf ist, das verwendet man eigentlich nur, wenn man sagt, ja, ich möchte daran gern irgendwie später weiterarbeiten, aber ich muss gerade mal kurz los Kind vom Kindergarten abholen oder ähnliches. Wir wollen das aber öffentlich haben und wir wollen das in der Slideshow anzeigen. Jawohl, passt. Und jetzt gehen wir zurück auf die Internetseite und gucken mal, wie der Spaß aussieht. Und hier sind wir. Hier ist also einmal unser statisches Bild. Das ist das Friedensgebet. Ich hatte da das gleiche Bild verwendet. Das ist ein anderer Block. Und so zieht sich das durch. So, haben wir jetzt hier irgendwas vergessen? Die Inhaltsverwaltung. Die Inhaltsverwaltung brauche ich eigentlich erst, wenn ich schon Inhalte erstellt habe. Inhalte erstellen selber ist der nächste Punkt. Ich will nur einmal kurz zeigen, wenn ich irgendwann mal wissen möchte, wer hat wann was gemacht, finde ich das hier. Das heißt, das ist alles, was jemals auf dieser Seite gemacht wurde. Und ich kann genau einsehen, wer hat das gemacht, was für eine Art von Inhalt war das, ist es öffentlich zugänglich und wann wurde das gemacht. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten. Aber das ist Ihre Übersicht mit, was habe ich überhaupt alles auf der Homepage drauf und wer ist dafür verantwortlich im Sinne von, wer ist der Ersteller. Wie erstelle ich jetzt so ein Element? Das heißt, ich gehe einmal hier drauf und habe verschiedene Möglichkeiten. Bietet sich an, mal mit einer Seite anzufangen. Am Anfang, wenn Sie die Webseite haben, ist das ja mehr oder weniger komplett leer, mit Ausnahme der Startseite. Die ist festgelegt, damit Sie überhaupt irgendwas haben, womit Sie arbeiten können. Aber wir machen jetzt mal eine neue Seite. Und diese Seite nennen wir Wir und die Welt. Wenn ich das möchte, wenn ich diese Seite jetzt als eine Unterseite einer bereits bestehenden Seite erstellen möchte und nicht als eigenen Menüpunkt, sondern ich will einfach nur hier Inhalte einfüllen, aber eben in diesem Seitenformat, habe ich die Möglichkeit, den Titel der Seite verbergen zu lassen. Sie braucht einen Titel, sonst finden wir die in der Inhaltsverwaltung nicht, aber wir können ihn verstecken lassen. Das heißt, ich könnte diese Seite auf einer anderen Seite einfügen, so ein bisschen wie wenn ich ein Bild aus der Zeitung ausschneide und auf ein Stück Papier klebe und dann würde man den Titel nicht mehr sehen. Was kann ich jetzt hier überhaupt alles einfügen? Ich kann in dem Textkörper ganz normal einen Text schreiben, im Sinne von die aktuellen Ereignisse betreffen uns alle. Lasst uns zusammenkommen. Und jetzt habe ich verschiedene andere Möglichkeiten. Also ich kann natürlich den Text, wie man das auch von Word kennt, ich kann den
fett setzen, ich könnte ihn kursiv setzen, ich kann ihn unterstreichen. Ich kann hier verändern, was die Bündigkeit ist. Ich kann es also in die Mitte setzen, rechtsbündig, Blocksatz, kennen wir alles. Das hier ist, wenn ich ein Bild hochladen möchte, das ist also dieses kleine Ding hier, dann kann ich hier gucken, okay, was habe ich an Bildern und habe hier die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Könnten wieder unsere Sonnenblume nehmen. So. Nicht unbedingt das idealste Format, aber arbeiten wir mal damit. So, da sind wir. Jetzt habe ich also ein Bild eingefügt. Ich könnte auch etwas verlinken, zum Beispiel auf eine andere Seite. Das würde dann damit funktionieren, dass ich hier draufklicke und sage, ich möchte mal gucken, was hätte ich an PDFs zu verlinken. Es ist Zeit zum Reden, definitiv. Dann verlinkt es auf diese Datei, die schon in ChurchDesk hochgeladen wurde. Hier kann ich einstellen, ob der Link dann im gleichen Fenster geöffnet wird oder in einem neuen Fenster. Ich finde neues Fenster persönlich immer besser, weil dann muss ich nicht auf zurückklicken, sondern kann den neuen Tab hier oben einfach zumachen. Dann kann ich den Link einsetzen und dann habe ich hier dieses blaue Teilchen, das mich dann auf die PDF verlinken geht. Ich habe auch noch die Möglichkeit, Videos einzubetten. Das funktioniert über den HTML-Code. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich das ganze Ding, wie es ein Programmierer sehen würde. Wenn ich hier nochmal draufklicke, verschwindet das. Wie man Videos einfügt, findet man erstens erklärt nochmal in Webinar 3. Und wir haben dafür auch eine Anleitung in unserem Support Center. Alles, was Sie brauchen, ist, Sie müssen auf YouTube gehen. Unter dem Video finden Sie einen Knopf, auf dem steht Teilen. Und dann ist da dieses Symbol mit dem einen Pfeil, der nach links zeigt und dem anderen Pfeil, der nach rechts zeigt. Wenn Sie da draufklicken, sehen Sie etwas, das ungefähr so aussieht wie das hier. Da gibt es dann einen Knopf, da können Sie kopieren. Das kopieren Sie. Dann gehen Sie hier hin, einmal hier draufklicken, dass es so aussieht. Einfach einfügen, dann wieder so. Und dann ist da unten ein Video eingebettet. So, ich kann für die Seite auch noch ein Titelbild festlegen. Das heißt, ich hätte dann hier unter dem Menü ein Titelbild. Kann ich jetzt wieder ein Foto auswählen? Nehmen wir vielleicht mal ein anderes Foto als unsere Sonnenblume. Probieren wir es mal mit dem hier. Das ist jetzt eine Porträtgröße. Wir empfehlen ein Bild im Landschaftsformat, also eher dieses Format. Ich probiere es mal mit dem und gucke, was passiert. Wenn ich sage, ich will ein anderes Foto, dann kann ich das hier entfernen und mir ein neues aussuchen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, andere Elemente auf diese Seite einzufügen. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, ich habe jetzt einmal hier die Seite Wir und die Welt. Aktuellen Ereignisse betreffen uns alle. Hier ist ein Bild dazu und da ist ein Link zu einer PDF. Das Titelbild und ich will mehr Inhalte. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel verschiedene Ansichten. Die müsste ich jetzt erstmal erstellen, aber wenn ich jetzt schon welche gemacht habe, dann finde ich die alle hier. Das heißt, da finde ich alles, was ich hier irgendwie einfügen kann. Kann man auch später noch machen. Erstmal ist wichtig, dass wir die Seite erstellen. Das heißt, im Moment, nachdem hier kein Hacking gesetzt ist, taucht die Seite nicht im Menü auf. Ich könnte sie also nur in der Inhaltsverwaltung finden, aber nicht im Menü. Ich will einen eigenen Menüpunkt. Jawohl. Der übergeordnete Menüpunkt sagt jetzt,
Welchem Punkt hier oben ist das untergeordnet? Wenn da Hauptmenü steht, kriegt es seinen eigenen Punkt, taucht dann hier in dieser Liste als eigener Punkt rechts auf. Wenn ich sage, ich möchte das zum Beispiel Aktivitäten oder der Startseite unterordnen, dann klicke ich hier drauf und würde sagen, okay, ich möchte, dass es dann unter der Startseite als Unterpunkt auftaucht. Dann ist hier so ein kleiner Pfeil und dann faltet sich das nach unten auf. Wir wollen aber einen eigenen Menüpunkt und wir speichern. Jawohl. Wir haben das erfolgreich erstellt. Das heißt, wir sind jetzt hier oben. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich, das ist unsere Seite. Hat ganz gut funktioniert mit dem Bild. Wenn es nicht funktioniert, mit einem anderen Format ausprobieren. Im allergrößten Zweifelsfall ein anderes Bild. Aber mit dem hat es jetzt gut geklappt. Hier ist der Titel der Seite. So sieht der Text aus. Da ist das Bild. Und hier ist der Link zu unserer PDF. Was kann ich jetzt noch machen? Also ich meine, ja, die Seite sieht gut aus, aber ich brauche mehr Inhalte, ne? Dazu erstelle ich mir erstmal Elemente. Elemente habe ich verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist vermutlich zuerst mal die Kalenderansicht. Kalenderansicht deshalb, weil die Leute ja wissen müssen, was los ist. Das heißt Kalenderansicht, ich kann sagen, das sind aktuelle Treffen und gemeinsames Gebet. So, hier könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte wieder das irgendwo unterordnen. Ich will nicht, dass der Titel als Überschrift sichtbar ist. Ich möchte das in dem Fall. Ich sage, ich will 10 Kalenderereignisse pro Seite. Ich könnte aber auch 20 anwählen oder je nach Geschmack weniger. 10 ist eigentlich ganz gut, gibt einen guten Überblick. Vereinfachte Ansicht ist einfach nur ohne Foto. Wenn das also die Kalenderereignisse ein Foto haben, wird das mit angezeigt. Bei der vereinfachten Ansicht ist das Foto nicht mit dabei. Welcher Zeitraum? Ich kann entweder sagen, alle kommenden Veranstaltungen. Das heißt, dann läuft es mir einfach durch die Liste durch und zeigt alles, was demnächst passiert. Oder ich kann einen Zeitraum anwählen, zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte vom heute bis zu Ende März, dann zeigt es mir nur diesen Monat an. Hier kann ich verschiedene Filter angeben. Im Moment habe ich keinen drin. Ich kann aber auch sagen, ich möchte nach Kategorie und Church das Konto filtern. Wenn ich zum Beispiel eine Multikircheninstallation hätte, wäre das sinnvoll. Oder nach Kategorie und Ort. Wenn ich also jemand bin, der an verschiedenen Orten Dinge abhält, die verschiedene Kategorien haben, wie zum Beispiel der Gottesdienst ist in der Kirche, aber das Konfirmandentreffen ist im Gruppenraum, dann könnte ich das hier festlegen und hätte dann verschiedene Kalenderansichten für diese verschiedenen Veranstaltungen. Ich will keinen Filter, ich will einfach mal pauschal alles sehen. Das ist das Church Desk Konto, auf das zugegriffen wird, also einmal das hier. Standort. Wir nehmen alles. Man hat aber auch verschiedene Möglichkeiten. Also das zeigt dann verschiedene Standorte an. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur Veranstaltungen, die im Gruppenraum stattfinden. Ich will alles. Terminkategorie im Moment auch alles. Analog zum Kalender die verschiedenen Möglichkeiten, die Sie hier haben. Sie können also auch eigene Kalenderansichten machen für Taufen oder für Trauungen. Oder wenn es mal wieder sein müsste, online. Gottesdienste wäre auch eine Möglichkeit. Ich kann auch immer noch mehr hinzufügen, brauchen wir im Moment aber nicht. Und dieses Mal möchte ich keinen Menüpunkt erstellen. Ich will das ja nur als Inhalt zur Verfügung haben. Das heißt, ich speichere mir aktuelle Treffen und gemeinsames Gebet einmal als Inhalt ab und habe jetzt eine Kalenderansicht erstellt. Ich will die jetzt hier auf dieser Seite einfügen. Das heißt, ich gehe auf die Seite und sage, ich will die Seite bearbeiten. Scroll einmal vorsichtig nach unten, weil es noch lädt. Jawohl, jetzt haben wir es. Und kann jetzt hier meinen Baustein einfügen. Das heißt, das, was ich gerade erstellt habe, ist eine Kalenderansicht mit dem Titel Aktuelle Treffen und gemeinsames Gebet. Die möchte ich anzeigen lassen.
nicht davon irritieren lassen, dass hier obere und untere Bausteine steht. Das macht nicht wirklich was. Also ich füge immer alles unter obere Bausteine ein. Und Sie haben auch, wenn Sie mehrere Sachen haben, zeige ich später auch nochmal die Möglichkeit hier über das Kreuz, wenn Sie da drüber gehen, dann sehen Sie, die Maus verwandelt sich ebenfalls in Kreuz. Können Sie einmal mit links anklicken und dann könnten Sie das auch nach oben und unten verschieben und sagen, ich will, dass die Blockansicht vor der Kalenderansicht steht oder andersrum. Machen wir später nochmal. Menüeinstellung. Wir und die Welt ist ein eigener Menüpunkt. Und wir speichern das. So. Und jetzt hat unsere Seite hier den Inhalt, den wir in die Textbox eingefügt haben. Und hier unten die Kalenderansicht. Ich kann noch mehr Inhalte erstellen. Sie müssen nicht immer alle Inhalte auf eine Seite packen. Sie können das so machen, wie Sie möchten. Ich mache das hier nur einmal zu Demonstrationszwecken, damit Sie sehen, was alles möglich ist. Eine andere Ansicht, die ich erstellen kann, ist eine Blockansicht. Blockansicht bedeutet jetzt, dass ich das, was ich vorhin in Gruppen erstellt hatte, also Sie erinnern sich an den Block zum Friedensgebet, kann ich jetzt hier darstellen lassen. Aktuelle Blocks und andere Neuigkeiten. Ich könnte die Überschrift wieder verbergen lassen. Machen wir aber nicht. Hier lege ich wieder, ähnlich wie beim Kalender, fest, wie viele Blogbeiträge pro Seite zu sehen sein sollen. Machen wir wieder 10. Hier lege ich die Kategorie fest, um die es gehen soll. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich will nur Neuigkeiten. Ich nehme einfach mal alle, damit man möglichst viele sieht. Soll keinen eigenen Menüpunkt haben. Ich will es ja nur als Inhalt einer anderen Seite unterordnen. Und dann speichere ich das. So, so sieht das Ding erstmal alleine aus. Aber ich will, dass es hier auf der Seite zu sehen ist. Also gehe ich wieder auf diese Seite, sage, ich will das bearbeiten. Gehe wieder nach unten zu unseren Bausteinen und sage hier, ich möchte die Blockansicht. Aktuelle Blocks und andere Neuigkeiten habe ich gerade gemacht, soll ich hier aussehen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn Sie jetzt sagen, ich will die Blockansicht zuerst und die Kalenderansicht drunter, einmal hier drauf, mit links klicken, festhalten und nach oben ziehen. So. Und wenn Sie dann auf Speichern klicken, dann wird diese Änderung übernommen. Und dann sieht das so aus, dass die Blockansicht dann vor der Kalenderansicht ist. Wenn Sie dann sagen, nee, ich will es doch wieder andersrum haben, dann einmal so. Funktioniert in beide Seiten. So. Einmal speichern. Und hier ist der Block. So sieht das aus. Das heißt, Sie bekommen immer drei in einer Reihe und die anderen gruppieren sich dann unten drunter. Und hier haben wir unsere Kalenderansicht zu aktuellen Treffen. Was geht noch? Ich könnte sagen, ich möchte gerne eine verantwortliche Person oder eine Partnerorganisation verlinken, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Das funktioniert über Linkkarten. Linkkarten ist eine schöne Sache. Wie formulieren wir das am besten? Vernetzungsmöglichkeiten vielleicht. Das hier, ich werde Farben auswählen, die jetzt nicht unbedingt gut zusammenpassen, aber einfach, dass man es mal richtig schön brutal sieht. Das ist die Titelfarbe. Das heißt, in dieser Farbe wird dann der Titel erscheinen. Ich nehme mal Knallrot. Okay. Die Hintergrundfarbe. Knallgrün.
Wie viele Linkkarten möchte ich auf einmal machen? Drei, geht bis zu 30. Ich sag jetzt mal sechs, damit man sieht. Welche Farbe soll die Karte an sich haben? Nehmen wir mal blau. Und die Kartentextfarbe nehmen wir mal gelb, dass man das wunderschön aufeinander sieht. Das geht ästhetischer, ich verspreche es Ihnen. Aber wir demonstrieren es einfach mal so deutlich wie möglich. Was mache ich jetzt mit dieser Linkkarte? Das heißt, hier oben in der Kopfzeile, das ist der Titel meiner Linkkarte. Ich kann hier jetzt sagen, wenn ich auf eine Person verlinken möchte, dann kann ich sagen, verantwortlicher Friedensgebet. Hier könnte ich beschreiben, das wäre dann zum Beispiel, diese Person in unserer Gemeinde kümmert sich um die Organisation und die praktische Durchführung. Und hier kann ich weiter verlinken. Wir nehmen jetzt einfach mal, weil es so schön ist. Unseren früheren Papst und sagen, dieser Link soll einmal hier rein und der ist dann als Verantwortlicher gelistet. Also es verlinkt dann zu seiner Wikipedia-Seite, damit man mehr Informationen kriegt. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Hier kann ich ein Foto für die Linkkarte auswählen, nehme ich also einmal wieder die Sonnenblume. Hier sehe ich das dann. Und genauso mache ich das mit jeder anderen. Das heißt, hier könnte ich sagen, zum Beispiel Spenden ans Rote Kreuz und könnte dann hier verlinken zur Seite des Roten Kreuzes, das gerade Spenden sammelt. Hier wieder ein Foto auswählen. Nehmen wir mal das hier. Ich lasse hier den Link mal frei, damit Sie auch sehen, wie es aussieht, wenn man keinen Link einfügt. Wenn ich jetzt also dann mit all meinen Linkkarten durch bin oder wenn ich sage, gut, mehr Linkkarten habe ich gerade einfach nicht, dann kann ich es speichern. Die Linkkarten, die im Moment leer sind, die werden auf der Seite nicht angezeigt. Das heißt, sie sind einfach unsichtbar, bis Sie da irgendwas einfügen. So, einmal speichern. Und so sieht der Spaß dann aus. Das heißt, die Hintergrundfarbe ist, wie das Ganze hier hinterlegt ist. Wenn Sie es freilassen oder auf weiß stellen oder was auch immer Ihre normale Hintergrundfarbe ist, dann sieht es besser aus. Das ist die Überschrift. Die ist jetzt hier in dem Fall rot. Und das ist die Linkkarte selbst. Das ist das Bild, das wir eingestellt haben. Hier ist der Hintergrund für den Text. Der Text selber ist in quietschgelb. Und wenn ich hier draufklicke, dann lande ich bei Informationen zu unserem Verantwortlichen. So sieht das aus. Wenn noch kein Link hinterlegt ist, dann hat man nur die Karte, aber man kann nichts anklicken. Ist nicht schlimm. Wenn ich das jetzt editieren möchte, kann ich das bearbeiten. Und dann kann ich hier den Link auch nachträglich einfügen. Wenn ich sage, ich möchte erstmal nur so den rohen Körper fertig machen, damit ich dann danach weiterarbeiten kann, ist das auch eine Möglichkeit. So, ich möchte das Ganze wieder hier auf unsere Seite einfügen. Wieder auf die Seite, auf Bearbeiten. Und in unserer Bausteinbox suche ich mir jetzt hier unten einmal die Linkkarten. Das heißt, hier sind die Vernetzungsmöglichkeiten. Könnte ich auch wieder verschieben. Ich lasse sie jetzt mal, wo sie sind. Speichere mir das Ganze ab. Und habe hier unter der Kalenderansicht jetzt meine Linkkarten. Wenn das mehr sind, sind wie bei den Blocks drei nebeneinander und dann kommen die anderen drei untereinander. Und das zieht sich dann einmal so runter. So, was kann ich noch machen?
Ich kann eine Galerieansicht erstellen. Das sind dann Bilder. Also Impressionen aus der Gemeindearbeit zum Beispiel. Und kann dann aus der Galerien, die ich schon hochgeladen habe, im Gruppenmodul erstellt, hier eine auswählen, sagen, ich will, dass 20 Bilder angezeigt werden, kann aber auch weniger oder mehr sein und kann das dann speichern. Gehe wieder auf unsere Seite, wo wir das anzeigen lassen möchten, also wir und die Welt. Bearbeite die Seite. Scroll nach unten zu unserem Baukasten und suche mir hier die Galerieansicht aus. Impressionen aus der Gemeindearbeit. Die ist jetzt hier. Ich könnte sie nach oben schieben. Ich mache es einfach mal. Jawohl. Speichern. Und dann sehen wir, wie es aussieht. Hier ist die Kalenderansicht. Da kommt unsere Galerie. Und hier unten sind die Linkkarten. Sehr viel mehr gibt es nicht wirklich zu sagen. Ich kann noch, wichtig, ein Anmeldeformular verlinken. Wenn ich hier einmal draufklicke, dann könnte ich zum Beispiel sagen, Anmeldung zum Spendenlauf. Könnte hier eine Beschreibung einfügen, sagen, welche Kirche da jetzt beteiligt ist. Ist wichtig, wenn Sie eine Multikirchenorganisation sind und nicht alle Kirchen teilnehmen, wählen Sie hier die jeweilige Kirche aus und könnte dann hier sagen, was alles im Formular angezeigt werden soll, welche Einverständniserklärungen eingeholt werden sollen. Könnte es auch noch die Seite weiter gestalten, indem ich sage, ich möchte eine bestimmte Hintergrundfarbe, bestimmte Schriftfarbe. Welche Farbe soll der Knopf haben? Welche Farbe soll der Text auf dem Knopf haben? Machen wir einfach mal, dass wir sagen, okay, hier nehmen wir jetzt mal Pink. Und die Schriftfarbe ist Türkis. Farbe vom Knopf nehmen wir Lila. Ja. Und dann gibt es hier gelbe Schrift auf den lila Knopf. Jawohl. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig erstellt ist. Kann ich dann auch wieder hier mit drauf. So. Einmal bearbeiten. Anmeldung zum Spendenlauf, das heißt Subscribe You, das ist also eine Ansicht, wo man sich anmeldet. Anmeldung zum Spendenlauf lassen wir jetzt mal ganz unten. Speichern das wieder. Und dann finden wir das unter allen Inhalten, die wir jetzt schon eingefügt haben, einmal hier unten. Man sieht also, das ist die Hintergrundfarbe. Ähnlich wie bei den Linkkarten hat man eine Hintergrundfarbe, eine Textfarbe. Das hier ist der Knopf, wo, wenn die Leute das ausgefüllt haben, sagen, okay, ne, hier schicke ich es ab. Das ist der Knopf und das ist die Schrift auf dem Knopf. In so ästhetisch unansprechend, aber gerade eindeutigen Farben wie möglich. Gut, was kann ich noch machen? Ich kann einen ganz normalen Textbaustein erstellen. Das ist nicht wirklich anders als das, was wir auf der Seite auch schon machen können. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt zwischendrin einfach nochmal irgendwie einen Fließtext haben, zum Beispiel ein Zitat aus der Bibel, dann könnte ich das hier eintragen.
dann speichern und eben auch wieder hier drauf gehe als Zoom. Jawohl. Jetzt wieder. Würde ich das hier als Textbaustein finden, zum Beispiel Textbaustein Bibelzitat, könnte ich das nennen und dann würde ich das auch hier in der Liste finden. Und das Letzte, was es zu erwähnen gibt, ist, wenn Sie noch irgendetwas einfügen wollen, das irgendwie eingebettet sein soll, haben Sie die Möglichkeit, so eine Plugin-Ansicht über iFrame zu erstellen. Ist ein bisschen speziell, haben wir aber auch eine Anleitung für Sie. Das ist auch schon alles, was es zu der Webseite und wie man sie gestaltet zu sagen gibt. Was Sie hier noch sehen, sind Versionen der Webseite. Das heißt, wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie, was wir so an dieser Webseite gemacht haben, nämlich einiges. Ich habe das Ding erstmal erstellt und dann habe ich Inhalte eingefügt. Ich könnte jetzt, wenn ich sage, ach nee, ich habe irgendwas verbockt und ich will, dass die Seite wieder so aussieht wie vorher, hat mir besser gefallen, zum Beispiel, weil ich irgendwo eine Hintergrundfarbe geändert habe oder sonst irgendwie, dann kann ich das zurücksetzen, dass ich sage, ich will, dass das wieder so aussieht wie um 14:44 Uhr. Kann ich zurücksetzen, dann sieht es wieder so aus wie vorher. Man braucht also keine Angst haben, dass man irgendwas kaputt macht. Man muss sich schon Mühe geben und es ist auch nicht wirklich möglich, weil man immer wieder zurückgehen kann. Finde ich persönlich ganz beruhigend, dass das eine Möglichkeit ist. Wenn Sie sagen, Sie brauchen die Seite nicht mehr, ich hatte ja gesagt, man kann die Seite löschen, indem man zum Beispiel über die Inhaltsverwaltung geht oder über das Hauptmenü. Man hat aber auch die Möglichkeit, auf der Seite selbst einfach hier auf Löschen zu klicken. Wenn man da draufklickt, dann wird man gefragt, wollen Sie das wirklich? Man muss sich also wirklich Mühe geben, irgendwas kaputt zu machen, wenn man das wirklich möchte. Der rote Knopf, jawohl, ich will es löschen. Wenn man aus Versehen draufgekommen ist, nein, wir behalten unsere Seite, wir haben zu viel Arbeit reingesteckt, die bleibt jetzt erstmal erhalten. Und so sieht das dann am Ende aus. Das sind die Möglichkeiten, die Sie mit der Webseite haben. Wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder irgendwie sagen, ich habe da was gemacht, ich möchte, dass es anders aussieht oder ich hätte gerne einfach mal auch so ein bisschen Beratung im Sinne von, was sagen Sie dazu, geht das vielleicht auch noch irgendwo anders, dann gilt immer, Sie finden uns hier, Sie können uns anschreiben oder Sie können uns anrufen. Und dann landen Sie bei mir oder bei weitergehenden Fragen bei einem sehr netten Kollegen von mir, der Ihnen auch gerne hilft, da ein bisschen designtechnisch weiterzukommen. Ich hoffe, das Webinar hat Ihnen gefallen und es war hilfreich. Ich sehe keine Fragen. Wenn Sie eine haben, dann können Sie die bitte einmal in das Fragefeld reinschreiben. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen Frage oder Question steht. Das kommt ein bisschen auf die Spracheinstellungen an. Aber das ist in Ihrem orangen GoToWebinar-Ding. Fragen gehen leider nur schriftlich. Da ist so ein Feld, entweder Frage oder Question. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ausschaut. Ich warte einfach mal ein bisschen, ob eine Frage reinkommt. Ansonsten könnten Sie aber auch, wenn Sie Fragen haben, uns einfach anrufen. Ich mache das Telefon gleich wieder auf. Oder Sie könnten uns an support@churchdesk.com eine E-Mail schreiben. Ich warte jetzt hier noch ein, zwei Minütchen und wenn nichts kommt, dann mache ich das Fenster hier zu, aber ich bin weiter hier und weiter für Sie erreichbar und im Zweifelsfall anrufen oder Mail schreiben.
Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass alles soweit passt. Wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, dann melden Sie sich nochmal bei uns und dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Tag und eine gute Restwoche. Auf Wiedersehen.